Vielen Dank. Dankeschön. Ich freue mich riesig, dass ich für euch heute Abend hier mein neues Programm spielen darf und nicht mein altes, denn mein altes trägt, und das ist wirklich wahr, den Titel »Dann kam lange nichts«. Das hatte Premiere im Herbst 2019. Und dann kam, so war's, falls ich für diesen ganzen Corona-Mist da draußen verantwortlich bin, es tut mir so leid. Mir soll noch einer sagen, Kabarett würde die Welt nicht verändern. Aber ich mache das jetzt wieder gut, denn ich habe ein neues Programm geschrieben und das trägt einen sehr positiven Titel. Es heißt Wieder da und wehe, das Virus fühlt sich wieder angesprochen. Ja. Wirklich wahr. Ich hätte tatsächlich auch noch zwei schöne Alternativtitel zur Auswahl gehabt fürs neue Programm. Der eine hieß In jeder Chance steckt eine Krise. Diesen Titel schenke ich jetzt Olaf Scholz für seine kommende Biografie. Oder schön gefunden hätte ich auch, wie immer, nur schlimmer. Überlegt mal, in nur 2 Jahren kam nach Donald Trump Corona. Nach Corona die Flutkatastrophe, nach der Flutkatastrophe Afghanistan, nach Afghanistan die Ukraine, nach Dieter Bohlen kam Florian Silbereisen. Und das Schlimme ist, die jeweils vorangegangenen Übel, die sind ja nicht plötzlich weg. Ne, klar, die Medien sind voll von den steigenden Gaspreisen, aber Afghanistan ist noch nicht ausgestanden. Die Folgen der Flutkatastrophe sind noch nicht ausgestanden. Trump ist noch nicht ausgestanden. Selbst Dieter Bohlen ist noch nicht ausgestanden. Und was auch noch nicht ausgestanden ist, Corona. Corona ist auch noch nicht ausgestanden. Ich bin in den letzten 2 Jahren natürlich häufig gefragt worden, wie ich als Künstlerin denn bisher durch die Krise gekommen bin. Macht euch keine Sorgen. Meine Kinder zum Beispiel, die fanden das total spannend, mal ein paar Monate unter der Brücke zu leben. Große Esser waren die eh nie. Und dann sind wir ja vor ein paar Jahren in die Provinz gezogen, nach Ostwestfalen. Ja. Das liegt, wer es von euch nicht kennt, von euch aus gesehen, noch hinter dem Sauerland. Sagt eigentlich schon alles. Ich habe aber festgestellt, trotz aller Nachteile, dass man in der Provinz so eine Krise viel leichter ertragen kann als in der Großstadt. Vom ersten Lockdown zum Beispiel im März 2020 habe ich überhaupt nichts mitgekriegt. Irgendwann rief ich meine Freundin an aus Berlin und meinte, ach Sarah, das ist alles so deprimierend. Dann habe ich gesagt, was ist denn deprimierend? Da meint sie, ja, der Lockdown. Ich gesagt, was denn für ein Lockdown? Meint sie, hallo? Ich kann nicht mehr in die Oper gehen. Ich kann nicht mehr ins Theater gehen. Ich kann nicht mehr in die Kneipen gehen. Nach 20 Uhr ist draußen nichts mehr los. Dann habe ich gesagt, ja. Normal. Aber auch wenn ich felsenfest davon überzeugt bin, dass wir irgendwann noch mal glimpflich aus dieser Krise herauskommen, die nächste, mit Sicherheit noch viel, viel größere Krise, steht bereits vor der Tür, beziehungsweise wir stecken bereits mittendrin. Und was ihr dagegen tun könnt, das erfahrt ihr in meinem ersten Lied. Ich habe in meinem früheren Programm übrigens hin und wieder auch mal Gitarre gespielt. Mir wurde allerdings gesagt, dass man mich, weil ich ja so klein bin, hinter der Gitarre nicht so gut sehen kann. Heute ist der herrlichste Tag auf der Welt. Georg ist glücklich wie nie. Er streichelt liebevoll und stolz geschwellt seine neuen SUV. Früher ging Georg zum Joggen oft raus, versuchte sich gar am Florett. Sportlich sieht er heute gar nicht mehr aus, das macht sein Wagen nun wett. Natürlich hat Georg vom Klima gehört, doch ich brauche den Wagen, denkt er empört. Ein E-Auto hat er sich auch zugelegt, das wird ab und zu auch bewegt. Doch die Wildledersitze findet der Spitze, während der pfeift und lacht.
putzt er jede Ritze der Ledersitze, weil er's so gerne macht. Dann setzt er sich drauf und juchzt aus Übermut. Im Wagen riecht's wieder gut. Georg hat nur noch einen größeren Bauch, eine Frau und natürlich ein Haus. Und nach viel Übung, das schafft er es auch und kommt aus der Garage heraus. Ein bisschen hat schon seine Stimmung verpatzt, dass seine Frau Leonie ausgerechnet die Fruchtblase platzt in seinem SUV. Der Wagen ist nur ein Gebrauchsgegenstand, das weiß er, und trotzdem ist doch allerhand, denn schließlich war es ein neuer und ungeheuer teuer. Doch die Wildledersitze findet er spitze, während die Frau gebärt, putzt er jede Ritze der Ledersitze. Die Arbeit ist es wert, dann setzt er sich drauf und juchzt aus Übermut. Im Wagen riecht's wieder gut. Kurz drauf verzieht er erneut das Gesicht, als Töchterchen Annelie sich kompromisslos und heftig erbricht in seinem SUV. Am selben Tag holt er auch noch Opa Fritz. Es ist kalt, doch die Heizung ist an. Klar, dass der Opa auf so einem warmen Sitz nicht mehr an sich halten kann. Und dann, als wär's nicht eh schlimm genug, kommt auch noch ein Klimakämpfer zum Zug. Tatsächlich hat er es geschafft, dieses Schwein, und schlug ihm die Frontscheibe ein. Doch die Wildledersitze findet er spitze, während er schrecklich flucht, putzt er jede Ritze der Ledersitze, weil er nach Scherben sucht. Dann setzt er sich drauf, an der Hand etwas Blut. Im Wagen riecht's nicht mehr gut. Der SUV hat ihm nur Unglück gebracht, teurer wird jetzt noch der Sprit. Dann verlässt ihn seine Frau in der Nacht und nimmt noch das Töchterchen mit. Wie kann sie das machen? Es ist unerhört. Welch Hohn, ja welch Infamie. Leonie hat nun sein Leben zerstört, denn sie nahm auch den SUV. Als er verzweifelt ins E-Auto steigt, stellt er fest, jetzt hat er alles vergeigt. Denn verwehrt blieb ihm gar der Suizid durch Kohlenmonoxid. Doch die Wildledersitze fand er so spitze, während dies Lied verhallt, putzt er jede Ritze der Plastiksitze in seiner Heilanstalt. Und darum bitte ich euch, kauft euch nie, niemals einen SUV. Dankeschön.